Gott, ich will mein Das kommt weg Video machen. Da sind lauter Hundehaare drinnen. Es ist relativ... Sorry. Es ist relativ viel, muss ich sagen, was ich aussortiere. Viele Sachen sind mir gekippt oder einfach zu alt und deswegen, ja. Ja. Und Proben habe ich da auch drin, die ich dann einfach aussortieren werde. Ja, fangen wir mal an. Ich habe als allererster einen ganz, ganz alten Nagellack von Catrice. Wie ihr sehen könnt, bin ich schon so ein bisschen am Aussortieren gewesen, aber ich habe es halt nicht durchzogen irgendwie. Und der hat sich so richtig geteilt, seht ihr das? Und der ist mega alt und ich glaube, der ist auch austrocknet, deswegen wird der einfach entsorgt, kommt in den Mistkübel. So wie meine Real Techniques Beauty Blender, die voll kacke ausschauen, schaut euch das im Video ausschauen. Die werfe ich jetzt auch weg, da fehlt zum Beispiel eine ganze Ecke, die kommen auch in den Mistkübel. Dann bin ich nämlich froh, wenn ich das Video erledigt habe. Toll. Bei manchen Sachen bin ich mir gar nicht mehr sicher, warum ich sie überhaupt aussortiert habe. Den habe ich aussortiert, weil ich ihn zweimal habe und ich ihn eh niemals aufbrauche, weil ich den so selten verwende. Und den werde ich der Lin schenken, weil der ist, wie ihr seht, noch komplett zu. So wie ich ihr das hier schenken werde, das ist von Lancôme der rosane Hypnose Doll Eyes Ombre Lidschatten. Dieser Creme Lidschatten ist das. Der schaut so aus. Er ist noch okay, aber ich habe den in Gold und ich mag den in Gold, ehrlich gesagt, ein bisschen lieber als in Rosa. Rosa ist halt nicht mehr so meine Farbe, wenn wir mal ehrlich sind. Und deswegen, ich zeige ihn euch gleich genauer, so sieht er aus. Und deswegen verschenke ich ihn an der Lin. So wie ich das Make-up in die Tüte reinschmeiße, das wird aber für meine Schwester sein. Ich habe das helle Make-up davon aufgebraucht und das ist mittel und ich habe mir gedacht, ich gebe das einfach weg. Ja, was soll ich damit, ehrlich gesagt, wenn ich eh so viel Zeug habe. Dann, das hat mir überhaupt nichts gebracht, wenn ich Pickel gehabt habe, deswegen sortiere ich es aus. Das ist so ein Anti-Pickel-Produkt gewesen. Anti-Pickel-Tupfer Minze Bio von Logona. Fand ich total scheiße. Also, hat überhaupt nicht das gebracht, was er machen hätte sollen. Dann werde ich noch drei Nagellacke wegschmeißen. Einmal, boah, der schaut grauslich aus. Einmal den hier. Boah, schaut euch das an. Der war aber damals echt schön. Bereue ich, dass ich ihn nicht öfter verwendet habe, aber was soll's. Der ist mir austrocknet und der zieht sich auch, wenn ich ihn auf die Nägel auftrage. Das war auch einer meiner Lieblinge. Das war From Dusk Till Dawn von Catrice. War einer meiner absoluten Lieblinge, aber... Ja, und der ist auch so zerteilt. Seht ihr das? Ich habe, glaube ich, nur die beiden von der damaligen Allee gehabt. Weil der war ja... Ah nein, der war ja auch gar nicht von derselben Allee. Der war von dieser Winter Wonderland oder so. Enter Wonderland Allee, genau. Der da, den ich euch vorher gezeigt habe. Und der war von der Expect the Unexpected Allee. Oh, das schaut katastrophal aus. Also sind die sowieso schon zu lang her. Dann gebe ich zwei Gesichtsöle weg. Weil das hat die Farbe total verändert. Das war der Tester, der mich mal extra genommen, weil ich wissen wollte, wie das ist. Und ich habe jetzt aktuell so eine kleine Miniatur davon und weiß, dass das nicht so riecht, wie das riecht. Und deswegen habe ich es lieber aussortiert. Was schade war, weil das fand ich echt gut. Aber leider ist das gekippt. Was ich auch von Duft ekelhaft finde, ist das hier. Und deswegen habe ich es auch aussortiert. Das war auch ein Tester von der Arbeit. Ich wollte das auch unbedingt testen, aber ich glaube, das hat sich auch schon verdünnisiert vom Duft her, deswegen werde ich es auch entsorgen, so wie noch ein Beauty Blender bzw. ein Real Techniques Sponge. Ja, dann habe ich hier einen Eyeliner, den ich da in die Tüte werfen werde, weil ich mit dem Kugelchen da vorne nicht klarkomme. Ich komme mit dem einfach nicht klar. Ja, ich weiß nicht, ob die Lin damit klarkommt, aber ich will den nicht weghauen und deswegen werde ich ihn der Lin geben. Den werde ich entsorgen, weil der riecht schlecht, weil den wollte ich nämlich vor kurzem benutzen. Und aufbrauchen als Creme Rouge, aber ich habe gemerkt, dass der komisch riecht und deswegen werde ich ihn wegschmeißen. So wie die Lidschatten Base von Elizabeth Arden, auf die habe ich mich auch so gefreut, aber die stinkt auch bestialisch. Deswegen werde ich sie auch entsorgen. Ich habe mir die extra ausgesucht, aber die ist schon gekippt. So wie mein Creme Blush von The Great and Powerful Essence, das ist auch gekippt. Ja. Traurig, traurig, würde ich sagen. Das riecht auch komisch. Und ich bilde es mir ein, aber ich werde den lieber entsorgen, weil der ist auch alt. Der ist einfach alt und deswegen wieder auch weggeschmissen. Ich muss mich einfach manchmal von Sachen trennen, dann bleibt mir nichts anderes drüber. Dann habe ich hier... Der riecht noch normal, aber
Ich werde ihn einfach back to macken, weil was soll ich mit dem? Der schaut schon so komisch aus. Und es ist schade, es war dieser Lady Gaga Lippenstift. Aber er riecht noch normal eigentlich. Aber er schaut so aus, als würde er schimmeln. Ich weiß nicht, ob ihr das in der Kamera sehen würdet, aber der schaut so aus, als würde er schimmeln. Deswegen kommt er in die Back-to-Mac-Kiste. Bleibt dann nichts anderes über. Dann habe ich da ein Nachtserum, was ich meiner Schwester geben werde. Weil das war eine Probe und ich kann damit nichts anfangen. Den Kajal werde ich auch der Lynn geben, weil ich fand ihn eigentlich nicht so schlecht, aber ich kann mit der Farbe leider nichts anfangen. Den habe ich mal von Essence zugeschickt bekommen, weil ich mich beschwert habe wegen meiner damaligen Wimpern. Und ich finde ihn zu schade wegzuhauen. Ich finde ihn halt einfach nur nicht gut. Dann werde ich den auch in die Back-to-Mac-Kiste werfen. Das war ein Lipgloss von MAC. Ein ganz alter, der ist mir leider auch gekippt, was ich weiß. Der riecht auch, glaube ich, schon komisch. Ja, wow. Der riecht nicht mehr so nach Vanille, sondern ganz anders. Und deswegen werde ich den leider auch in die Back-to-Mac-Kiste geben. Was ja auch extrem voll ist, was ich auch mal endlich schauen sollte, dass sich da was tut. Das werde ich nicht aufmachen. Das habe ich vor kurzem im Live-Video probieren wollen. Und das stinkt auch bestialisch. Das war von Makeup Factory so ein Creme-Highlighter. Werde ich leider auch weghauen müssen, weil der so stinkt. Dann habe ich hier einen Spitzer, den ich aussortieren werde, weil der einfach nicht mehr, der spitzt nicht mehr so, der hat sich innen total verbogen und bricht mir die ganze Zeit meine Lip Liner und Kajalstifte ab, deswegen kommt das auch weg. Da habe ich noch eine Tagespflege von Yves Rocher, die ich weggeben werde, auch meiner Schwester, auch als Probe. Ich mag die von Yves Rocher nicht mehr so gerne und sie sucht ja immer eine Gesichtspflege, deswegen habe ich mir gedacht, ich gebe ihr die Sachen. Warum auch nicht, oder? Dann eine Lippenpflege werde ich weghauen. Ich habe die Gott sei Dank nochmal. Das Problem ist, sie ist sogar nicht mehr viel drinnen, aber ich glaube, sie ist gekippt. Nein, ich glaube, die ist wirklich kaputt. Leider, weil ich hätte sie fast geschafft aufzubrauchen. Ich habe die jetzt nochmal. Da sieht man dann den Unterschied, wie ranzig das ausschaut, oder? Wenn man sieht, wenn man das lang verwendet, wie eklig das dann ausschaut. Ja, aber ich muss mir ein bisschen in den Po treten und meine andere verwenden, nicht, dass ich die auch weghauen muss. Dann habe ich einen Lippenpflegestift, der richtig eklig innen ausschaut, deswegen mache ich ihn noch gar nicht auf. Das ist einfach widerlich. Ja, was ich schade finde, weil ich mochte den Duft so gerne, das war von diesen Raises von Claire's, aber werde ich weghauen. Dann habe ich hier eine Mascara, die ich persönlich nicht gut finde, weil sie Panda-Augen bei mir macht. Aber ich werde es da Lynn geben. Und sie muss sie unbedingt verwenden, weil sie war eigentlich nicht schlecht, sie hat schön Trend und so. Aber ich kann sie nicht verwenden, weil sie bei mir einfach Panda-Augen macht. Und das Letzte, ich habe einen Wimpernkleber noch, den ich einfach nicht mag. Ich mag ihn einfach nicht. Das ist auch noch der von Makeup Factory. Und ich finde den einfach schrecklich. Also der ist wirklich schrecklich. Da halten bei mir die Wimpern am Auge einfach nicht. Ich werde ihn weiter schenken. Aber ich komme mit dem einfach nicht klar. Deswegen kommt er bei mir weg. Ja, ging schneller als gedacht, was gar nicht so schlecht ist, wenn man so nimmt. Meine Mickey Maus ist weg. Wo ist sie? So. Minnie Maus, nicht Mickey Maus. Ja, aber es ist gut, dass ich mal die Sachen wegkriege, weil dann kann ich wieder ein bisschen dazwischen aussortieren, weil das mit dem Highlighter war auch ein Zufall von Makeup Factory, weil ich wollte mir einen neuen Creme-Highlighter aussuchen, weil ich meinen alten aufgebraucht habe und so kommt man dann halt drauf, dass was kippt. Besonders bei den Cremesachen ist halt ein bisschen gefährlich, aber schade drum. Ich habe das Ding noch nie verwendet. Ist wirklich schade drum. Das ist von Makeup Factory, meine ich. Weil der ist, der schaut doch, ich darf bloß nur nicht dran riechen. Er schaut doch urschön aus, aber ich konnte ihn nie verwenden, weil er jetzt gibt. Das finde ich echt schade. Ja, ich habe jetzt nicht das Gefühl, dass es so lang war, aber ich bin froh, dass ich die Sachen aussortieren kann. Oder wegschmeißen kann. Jetzt besonders die Beautypläne waren ja auch schon echt extrem grindig. Und die Nagellacke. Ja, also ich muss wirklich gucken, dass ich weiterhin noch aussortiere. Da muss ich sagen, bin ich eh brav gewesen und habe mich von den Sachen trennt, weil die habe ich damals gesammelt und da bin ich echt traurig, dass mir die gekippt sind. Aber vielleicht ist es ja eine Lehre, dass ich nicht mehr so viel Make-up kaufe. Wobei ich eh da braver bin als bei anderen Sachen, aber ja. Das heißt, wir sehen uns dann im nächsten Video wieder. Bye!